Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, im Hintergrund erkennt man das schon, ich bin nicht in Brandenburg unterwegs, nicht zu Hause. Wir wurden von John Deere eingeladen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Sind seit gestern da, haben da gestern auch schon ein schönes Barbecue gekriegt, haben gut gegessen, gut getrunken, gute Unterhaltung. Und genau das gleiche hoffe ich für euch zu haben, denn ich werde zwei Videos machen. Also wir sind jetzt so zum Ende der Veranstaltung. Ich habe das Intro mal jetzt nach vorne gezogen. Ich werde zwei Videos machen. Ich weiß noch nicht, was ihr in diesem Video seht. Ihr werdet es im Thumbnail sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bis später. Jo Leute, was soll ich jetzt sagen? Kannst nichts machen. Tondatei in dieser Bildspur geht leider nicht. Ihr seht da wunderschöne 6M, neue 6M von 125 bis 250 PS. Ich probiere das jetzt auch gar nicht hier irgendwie wiederzugeben, über was wir uns da unterhalten haben. Das kriege ich auch gar nicht mehr zusammen. Sehr ärgerlich, das geht aber gleich weiter. Die Tonspuren von innen funktionieren. Da tut mir leid, manchmal kann man es nicht ändern. Ich würde mich einfach mal hinsetzen. Ja. Der Beifahrersitz ist klappbar, wie ich vorhin gesehen habe. Den Was kann man das? Einklappen, der Beifahrersitz. Genau, ne? Ja, den kann man einmal drehen. Dann ja. Geht's so. Ja, von der Kabinengröße finde ich es jetzt nicht so klein. Muss man dran denken, natürlich ist das kein 8R das von der Größe her. Ich würde behaupten, dass mein Axion nicht. Das hat Hannes größer. Vorhin auch schon ja. gesagt, dass im Prinzip bei den Topmodellen bei Glas die Kabine ja. nicht wirklich größer ist als die hier. Ja, das ist so. Und deswegen sagen wir immer eigentlich so, hast du mit dem M eigentlich so das optimale Modell, wenn du doch komfortabel unterwegs sein willst, aber eben auch einen einfachen, leistungsstarken Traktor haben willst, die geht hier vorne auf. Mhm. Ist eine Kühlbox nochmal? Ja, ein bisschen. Das ist eine ja. Kühlbox, genau. Ja. Da haben wir nochmal Staubfächer. Genau, da hast du noch Flaschenhalter. Weil du siehst auch jetzt einmal für euch, sind da doch auch einige Stromslots. Kennst du den Unterschied, warum bei dem einen? Da ist, glaube ich, mehr Leistung mehr Saft drauf. Genau. Ne? Das ja. ist für uns immer wichtig für Livestreams. Wir brauchen die USB oder wie es jetzt auch hier ist, USB-C-Ports. Ja, ne? Ja, im Moment haben wir noch beides. Ja, das also wird ja auch irgendwann abgeschafft ja, ich werden. Sagen, ja. Irgendwann wird es dann nur noch USB-C geben. Ansonsten finde ich es sehr geräumig. Ich mag ja, ja mal Dächer oben. Genau. Ein Fan davon. Bei den großen kriegst du jetzt nur das sag mal, Klappdach. Ja. Du siehst nachher beim Frontladern ist es, glaube ich, bei einem, da kriegst du auch eben dieses Panoramadach. Mhm. Damit du eben einfach die Frontladerarbeiten besser siehst. Das ist immer ganz witzig. Die haben jetzt alle, ab Werk bauen wir die Empfänger immer oben in der Mitte drauf. Ja. Aber macht ja eigentlich mit das Panorama, da hat keinen Sinn. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, die praktisch auf die Seite zu packen, damit es eben nicht im Weg ist. Das ist ja nur eine Einstellungssache ja. wahrscheinlich, dass sie genau, dann leicht ja, versetzt kann ich, sind. Kann ja einstellen, genau. dass einfach 20 cm nach rechts gehört und dann... Jetzt meine erste Frage ja. ist, sind die alle standardisiert, die 6M, von der, die vom sind Aufbau vom Aufbau her. Her alle gleich. Also es macht jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt in dem hier sitzt oder wenn du jetzt nachher mal in den 125er gehst. Die sehen vom Aufbau alle gleich aus. Wo jetzt halt der Unterschied ist, ist bei den Displays, weil ja. die ja eben alle optional sind. Standardmäßig hast, du nur, Standard, Eck, ne? genau, standardmäßig hast du nur das Eckpfosten-Display. Okay, und das sind die G5 auch, genau, ne? Alle beide? Ja, beide. Von der Größe her, irgendwie wirkt der größer, aber die sind wahrscheinlich... Ja, das eine ist wahrscheinlich das ja. G5 Plus und das andere ist der normale. Okay, das ist aber dann optional. Dann genau, die sind beide optional. Was auch ganz cool ist, wenn du mal die Zündung anmachst. Ja. Dann gehen ja die Bildschirme an. Den haben wir schon gefunden vorhin. Ja, genau. Ein bisschen leiser für euch ist. Touch ist der aber nicht, ne? Nein, den steuert man genau alles über den. Über das schwarze. Genau, schwarze zurück Rad, ist hier. Drehen, genau, da ist bestätigen. Und das ist bestätigen, genau. Könnt ihr hier nämlich sehen, vom Licht her ist ein bisschen dunkel. Hat der einen Tagmodus auch nochmal separat oder ist immer dunkel? Der ja. ist immer gleich. Also ich kann es ganz gut erkennen, aber für euch wird wahrscheinlich ein bisschen spiegeln. Ja, das haben die Presseleute auch schon ein bisschen gesagt. Ja. Gerade mit der Kamera ist immer ein bisschen doof. Ja. Als Fahrer sieht man es ja gut. Genau, aber, genau. Aber die Kamera spiegelt nun mal doch ein ja. bisschen. Aber ansonsten haben wir hier natürlich alle Sachen drauf. Hier haben wir erstmal den Kraftstoff AdBlue. Wir haben Bremsdruck. Wir sehen die Drehzahlen, die Geschwindigkeit, weil ein Tacho hier haben wir jetzt nicht nochmal separat. Genau. Da sehen wir da drüben. Genau, und auch sämtliche traktormäßigen Einstellungen machen wir über dieses Display. Bleibt dann aber wahrscheinlich gleich, da ist nichts irgendwie neu belegbar, sondern so wie es ist,
Nee, also das Display, fix, genau. Das Display ist genau. Fix. Genau. Und du kannst eben über das schwarze Rad da am Rand, kannst du eben auf dem Monitor eben sind auch ein paar praktisch voreingestellt, aber es gibt natürlich auch noch mehr Voreinstellungen, weil das sind ja nicht alles, was man braucht. Mhm. Ja, aber letztendlich hat man alle Informationen, die man sonst halt in einem Display hier am Arm liegen hat, trotzdem das ist, hier. Das ist ja immer so der Ersatz. Beim 6R hast du ja eben das Command-Display am Fahrersitz. Das gibt es ja jetzt beim M so nicht, weil wir eben einfach halten wollten. Und dementsprechend haben wir da halt das Eckpfosten-Display, wie es auch auf dem 8R ist, praktisch eingebaut. Und wie gesagt, noch mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt es da unten. Das sind die braunen Knöpfe, praktisch hinter den SCVs. Die hier? Genau, ja. Praktisch der erste Knopf ist für die Motoreinstellungen. Ah, okay, dann kommen wir da schnell rein. Wo du praktisch Engine Speed einstellen kannst. Aber auch, du kannst dann natürlich auch wie beim R praktisch dir preselecten Engine Speeds. Könnte man reingehen und sich das halt von an... Ja, kann man sich genau, kannst du dir praktisch da hinlegen und dann hast du sogar unten hier an der Armlehne hast du sogar den Knopf, wo du hier drücken kannst zum Aktivieren. Genau. Du kannst theoretisch bis zu zwei die einstellen, es ist aber nur möglich, eine praktisch über die Armlehne zu aktivieren. Die andere müsstest du dann eben über das Drehrad mit dem Haken aktivieren. Der ist jetzt stufenlos hier, ne? Der ist jetzt stufenlos, ja. Genau. Ansonsten haben wir hier... Haben wir eine erste Gruppe, zweite Gruppe? Genau, ja, das ist im Prinzip, kannst du einfach nur vorwählen, die Geschwindigkeit, die du eben mit dem Gaspedal steuerst. Also in der ersten Gruppe, wenn du die aufs Maximum schiebst, kannst du bis 30 fahren. Mhm. Und natürlich bei 2 dann ganz vorne bist du dann bei den... Fahren die 50? 50, ja, genau. Okay. Ansonsten haben wir hier wahrscheinlich frei belegbar für Hydraulik. Frei belegbar oder? Leider nicht. Nee. Du hast... kann man das irgendwo sehen? Genau, der Button neben... Der. Ah, okay. Also hier haben wir die Taste und dann können wir sehen, was auf dem genau, du kannst drauf ist. Jetzt, du siehst jetzt, der ist jetzt eingestellt auf den Frontlader und die SCVs, aber du kannst mal, wenn du jetzt mit dem grünen Haken einmal an der Seite drauf drückst auf Assignment Set, das ist ja schon gelb. Das hier? Ja. Dann siehst du eben, was du vorselektieren kannst. Hier eben nur der Frontlader, dann natürlich Frontlader und Heckkraftheber. Mhm. Oder die Hydrauliksteuergeräte und Frontlader, aber du kannst dir natürlich auch Isobus-Geräte praktisch Funktionen drauflegen. Die kannst du dann dir frei belegen über das G5-Display, weil du da ja auch die Isobus-Sachen drüber steuerst. Genau. Ja, cool. Hier haben wir noch Heckkraftheber wahrscheinlich alles. Hier haben wir Zapfwelle, da hier unten schon gesehen. Ne? Da kann man die Drehzahlen vorwählen. Genau, das ist eben noch mechanisch beim M. Und jetzt zu denen, der hat natürlich jetzt ein Lenksystem drauf. Genau, der hat jetzt unser Starfire-System drauf. Hier sehen wir jetzt an dem Monitor sehen wir jetzt das GPS. Das ist ja bekannt, da hat sich jetzt auch nicht wirklich was geändert im Vergleich zu früher. Auf dem Terminal 1 können wir jetzt einmal auf Tillage gehen. Wir haben wir haben, sieht man auf dem M dann nochmal besser, da ist es freigeschaltet auf dem 250er. Eben die Isobus-Funktion, die man sich drauflegen kann. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass man den Screen praktisch splittet, sodass du theoretisch Front- und Heckgerät vom Isobus her dir auf einen Monitor legen kannst und steuern kannst, damit du eben den anderen hast für die ganze GPS-Arbeit oder damit du siehst, welche Spuren du hast. Kannst aber natürlich auch hier splitten und sagen, du willst auf der einen Seite GPS und auf der anderen das zweite Isobus-Gerät. Das kannst du natürlich machen, wie dir das am besten passt als Fahrer. Ich finde, mit den Terminals kann man natürlich auch nur einen nehmen. Ne? Würde genau, auch funktionieren. Also die Terminals sind ja eben optional. Ich finde, da fehlt es dem auch an nichts. Genau. Ja. Also du kannst mit dem M auch sagen wir, die meisten Sachen machen wie in R. Beim R ist der Komfort einfach besser. Und eben, du hast halt in Base einfach schon mal mehr Funktionen, die halt beim M einfach auf Preis kosten. Wo machen wir den fest? Dann will ich mit dir einfach mal eine Runde drehen. Achtung, das ist hier. So, jetzt muss ich ihn einmal in die Mitte drehen. Wobei, jetzt muss ich ihn erst in die Mitte drehen. So. Ja, perfekt. Genau. So, wir sind im 155er mal rüber gehuscht. Sieht ein bisschen anders aus. Also nur hier fehlt natürlich jetzt ein zweiter Monitor. Genau. Ansonsten identisch. Genau, wir haben jetzt hier eben das normale Handschaltgetriebe, mechanische, mit eben 5 Gruppen und 4 Lastschaltstufen. Mit dem Power Quad. Das wir seit 30 Jahren im Prinzip verbauen, immer technisch nur ein bisschen weiterentwickeln. Also ein super, ich hab den noch nie gefahren. Super, super solides, zuverlässiges Getriebemodul. Ja.
fährt sich auch absolut einfach. Also das ist wirklich nur, du musst halt die Kupplung nehmen, um die, um die Gruppen zu schalten und hast dann eben hier am Hebel Hase und Schildkröte für die Lastschaltstufen. Also Hase ist praktisch Lastschaltstufe hochschalten. Mhm. Geht bis zu 4, wird dir dann auch hier am Eckpfosten-Display angezeigt. Mhm. Und bei 4 musst du dann eben in die nächste Gruppe gehen. Genau. Mit Kupplung immer? Genau, immer mit musst du mit Kupplung. Was ist das für eine Taste? Das ist die Handkupplung. Also du kannst theoretisch am Schalthebel kuppeln. Also ich müsste jetzt gar nicht hier einkuppeln, sondern du musst theoretisch nichts Pedal verwenden. Könnte man hier machen. Genau, am Schalthebel. Ich würde das mal versuchen. Ich schmeiße euch mal wieder da oben ran und dann fahren wir mal los. Ja. So, einmal hier. Ziehen wir uns mal ran. Jetzt aber am Anfang muss ich auf der Kupplung. Nee, ich könnte jetzt den gedrückt halten. Auf den drücken und dann praktisch. Nee, du musst jetzt praktisch erst den Gang wählen und dann vorwärts, rückwärts. Gehe ich mal einfach in A rein, wird natürlich sehr langsam sein. Ja. Genau, theoretisch kannst du jetzt erstmal noch loslassen. Ja. Und jetzt musst du praktisch vorwärts, rückwärts wählen. Jetzt fährt er los. Genau. Jetzt wäre es mit dem Hasen halt, schneller zu werden. Du siehst eben auch die orangene Zahl, die verändert sich jetzt, wenn du jetzt nochmal plus drückst. Ich hoffe, das könnt ihr vielleicht jetzt sehen. Hier spiegelt es zum Beispiel nicht so doll. Vielleicht ist drüben auch einfach noch eine Folie drauf. Ja, kann sein. Jetzt sehen wir hier die 3 bis 4, meintest du, geht's? Genau, ja, bis 4 geht's. Es gibt auch die Möglichkeit, über den 4. Knopf am Schalthebel, dass du eben die 4 Lastschaltstufen sogar automatisch schaltest. Mhm. Sodass du im Prinzip nur als Fahrer die Gruppe wechseln musst. Genau, also du merkst auch, trotz Handschaltung ist Kupplung eigentlich relativ flüssig. Ja. Also jetzt nicht so, dass du dir den hier direkt den Kopf an der Frontscheibe anschlägst mit der Handkupplung. Ist das ein 40-Läufer oder auch 50? Nee, ist auch ein 50-Läufer. Wie ist denn das, wenn ich jetzt an der Ampel stehe? Wie gesagt, ich habe den noch nie gefahren, weil ich kenne das nur im alten Case bei uns. Da schalten wir auch noch richtig mit Gruppen. Kann man in E reingehen und dann von hier aus starten? Du kannst theoretisch starten, aber du kannst es auch, wenn du die Kupplung lässt. Das Teil hat auch, genauso wie der andere, den aktiven Stillstand. Du kannst den einmal hier rein, dann bleibt er stehen. Genau. Und dann kannst du eben ohne Kupplungspedal, nimmst du wieder einen Reverser auf Vorwärtsgang und kannst einfach losfahren. Ja. Ich finde es ganz witzig mit dieser Taste hier, dass man wirklich jetzt hier die Kupplung hat. Kann mit ja, total geil. Taste. Du merkst auch, also er fährt schon. Also mal E ist schon, sag mal so, der optimale Anfahrtgang ist so D2, D3. Ich finde, wir sollten auch hier aufpassen, sonst kommen wir den Berg nicht hoch. Wir gehen mal in D. Kann man eigentlich alles relativ gut fahren. Also dann kann man mit den Lastschaltstufen ein bisschen spielen. Ja. Und ja, das ist so. Jetzt sehe ich die Kommentare schon, das ist so, wenn die modernen Bauern dann wieder andere Technik fahren müssen, sind sie aufgeschmissen. Man ist es einfach nicht mehr gewohnt. Das ist auch so, im Auto fahre ich seit Jahren Automatik. Na klar kann ich Schaltung fahren, weil ich es gelernt habe, aber natürlich sind die ersten Meter ein bisschen ruckelig. Ne? Ich hab's auch gemerkt, ich fahre E-Auto, ist auch alles Automatik. Ja. Und habe jetzt, weil Matter drin hatte, habe ich Ersatzauto Schalter gekriegt, Verbrenner. Also ich bin da drin gesessen, ich habe teilweise nicht mal meinen Gang reingekriegt. Ich habe das damals bei meinem Papa immer gemerkt, der ist wirklich von Anfang an, als die ersten Automatik gab, immer Automatik gefahren. Und wenn sie dann bei Renault mal keine Automatik hatten, war das immer herrlich, dann mit dem Auto fahren zu gehen. Da tut ihnen ja nichts, ne? Wenn du den jetzt die Schaltgruppen runterschaltest. Dass er ein bisschen in die Motorbremse geht. Genau, dafür ist das Lastschaltbereich da. Mhm. Damit du eben auch damit so ein bisschen eine Bremswirkung erreichen kannst. Jetzt mal eine Frage an dich. Die Frage hat die mit Biopedas auch. Der fährt den Sitz immer lose. Ja. Fährst du deinen Sitz lose? Ich kann das auch überhaupt nicht leiden. Ne? Ich kann das auch überhaupt nicht leiden. Also das ist auch das Erste. Ich weiß auch nicht, viele machen das eben, dass sie den lose machen. Ja. Aber also ich kann es auch überhaupt nicht. Die Frage auch an euch, ne? Fahrt ihr den Sitz lose oder fest? Also ich kenne das eigentlich auch gar nicht, dass man den lose fährt. Aber ich gucke selbst, wenn ich flüge, nach vorne irgendwie und gucke dann über die Schulter so ein bisschen. Also ich glaube, auf dem Acker könnte ich mir schon vorstellen, den lose zu fahren. Wenn du halt gerade, sag mal, auf deinen Flächen macht das ja mehr Sinn. Ja, so riesige Dinger, dass du ihn halt mal rechts drehst, damit du eben nach hinten gucken kannst, ganz entspannt. Mhm. Aber wie gesagt, viele fahren dann ja auch auf der Straße einfach lose. Und also da würde ich Kirre werden, wenn der die ganze Zeit irgendwelche Faxen macht und dann mal im Arsch.
wo man ja sagen muss, die ganz neuen Büffel, auch damals der 8R, der hat eine Kamera vorne und hinten gehabt. Da hat man sich auch nicht mehr umgedreht, dann hat man hier reingeguckt, letztendlich im Monitor. Aber das macht irgendwie Spaß. Mein Pferdehof, der hat auch noch mit Schaltgruppen. Hier sieht es aber auch ein bisschen abgespeckter an der Armlehne aus. Ne? Genau, ja, weil ich sag mal, mit dem Schalthebel, den Schalthebel an der Armlehne zu realisieren, ist eigentlich technisch so gut wie unmöglich. Mhm. Und dementsprechend haben wir hier halt den Schalthebel auch auf die Seitenkonsole da außen verlagert und haben dann eben nur den Hebel für den Frontlader eben hier als Ding. Aber irgendwann fährt man nur noch mit der Kupplung oder fährt man noch mit der Kupplung? Das ist, glaube ich, tatsächlich Philosophie-Sache des Fahrers. Ja. Also es gibt viele, die die Funktion wie du echt mega cool und gut finden. Ja. Und dann teilweise nur noch so fahren. Aber ich glaube auch, dass es sehr viele gibt, die sagen, die Kupplung, scheiße, ich kann es mit dem Fuß viel besser. Mhm. Hab da mehr Gefühl drin und machen es dann mit dem Fuß. Mhm. Also das ist wirklich, da gibt es solche und solche. Das Bild witzig mit den Zwillingsreifen noch. Ja, super. Vielen lieben Dank für die kurze Exkursion in den 6M. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir gucken mal, wo wir jetzt reinhüpfen. Vielleicht war hinten auch ein 6M vor der Scheibenecke. Genau, ja, ne? Vor der Scheibenecke haben wir den 220er. Vielleicht fahren wir den auch mit Scheibenecke. Genau, da ist eben die dritte Getriebevariante drauf, die wir da haben. Aber kannst du den Kollegen oben fragen, der erklärt dir genau. das dann. Genau. Alles klar, Dankeschön. Bitteschön. So, wie versprochen im 6M 220. Jetzt haben wir uns den Philipp geschnappt mit der, was ist dahinter von Lemken? Was ist das ist eine Rubin. Eine Rubin. Wie breit ist die? 5 Meter. 5 Meter. Und jetzt haben wir ja das dritte Konzept. Wir hatten jetzt einmal automatisch, dann einmal handgeschaltet und jetzt... Genau, also wir haben ja drei Getriebevarianten beim 6M. In dem Fall hier das Command Quad, so wie es bei uns heißt. Mhm. Das ist also im Endeffekt eine Zwischenstufe aus dem handgeschalteten und dem stufenlosen. Im Endeffekt also ein automatisiertes mechanisches Getriebe. Mhm. Und genau, das können wir auch gleich mal ausprobieren. Wir können dann gleich im Automatikmodus mit der eingestellten Geschwindigkeit mal fahren. Kupplung treten? Brauchst du nicht. Allerdings haben wir hier bei dem Command Quad hier die Parkbremse zu linken. Okay. Das heißt, die musst du einmal vorher lösen. Runterdrücken? Nee, du musst ziehen und dann nach außen, genau. Da sieht man es ganz gut. Ja, aber... Also hier habt ihr die Parkposition. Genau, und dann einmal nach außen von dir aus gesehen. Genau. So, und dann vielleicht ganz kurz vorab, dass es mal nur gemacht ist. Ich habe jetzt einfach hier auf dem elektronischen Joystick, den wir ja auch haben, das erste Steuergerät gelegt. Das heißt, das Ausheben und Absenken brauchen wir nur das ein Steuergerät. Auf 5 oder in eine Richtung? Nee, genau. Du musst ist im Prinzip die Lenkachse bewegen. Jetzt ist noch eine Besonderheit hier bei dem Joystick. Genau, ne? Der ist entsperrt, aber hat eine kapazitive Handerkennung. Das heißt, es ist erst aktiv, wenn du die Hand richtig umschließt. Deswegen hat Leuchten? Genau, wenn grün ist, dann geht es los sozusagen und ist einfach ein Sicherheitsthema. Ja, der ist ja sehr man kommt frei hier dran, und genau, wenn du hängen bleibst, dass da nichts passiert. Krass. Das heißt, das muss man ein bisschen mal probieren und dann kannst du ihn auch mit einem Finger bewegen. Ja. Mhm. Genau, ich habe jetzt da jeweils eine Zeitsteuerung drauf. Das heißt, einmal anklippen, dann geht es jetzt runter, beziehungsweise ziehen dann hoch. Mhm. Auch da musst du einfach mal ein bisschen ausprobieren. Genau, da musst du halt wieder gucken, wegen dem. Ach ja, genau. Und dann hast du hier so einen Druckpunkt, den musst du mal den genau nach hinten. Genau. Und dann. Genau, dann geht es. Da beziehungsweise nach vorne. Da haben wir ja noch diese Rastposition, aber das ist im Endeffekt zu weit. Das ist dann die Schwimmstellung. Mhm. Du musst halt, um die Zeitsteuerung zu aktivieren, einmal rüber kurz vor diesem Druckpunkt. Das ist auch so ein bisschen Übungssache, aber ich denke. Grundlegend funktioniert das ganz gut. Genau, das jetzt nur so vorab. Genau, dann machen wir nochmal gerade hoch, dann lassen wir gleich beim Fahren runter. Und dann Lenksystem. Wir sind ja wie gesagt beim 6M hier. M ist ja im Vergleich zum 6R, das wissen wir ja, eher die, sag jetzt mal, Einstiegsvariante. Das heißt, alles, was so Komfortfeatures in die Richtung geht, ist dann eben dem R vorbehalten. Genauso wie hier können wir halt jetzt nicht das Lenksystem auf dem Joystick haben. Ja. Wir haben hier die Möglichkeit, hoch und runter zu schalten, die Lastschaltstufen auf der Belegung, so wie sie jetzt ist. Mhm. Aber die sind halt nicht individuell belegbar. Ne? Du kannst halt eine Maske drauflegen. Deshalb, das hat man hier schon gesehen. Ne? Das war genau, das sind die Masken, die sind vorgefertigt. Ich kann aber jetzt nicht jede einzelne Taste anpassen. Genau. Sorry. Genau, und aber deshalb
müssen wir das Lenksystem hier aktivieren. Mhm. So. Ist das im Stand aktivierbar oder eigentlich erst, wenn man vorrollt? Wenn du eine Fahrstufe bzw. Fahrrichtung eingelegt hast, dann kannst du es auch im Stand aktivieren. Okay, okay. Und dann nach, ich glaube, 10 oder 15 Sekunden springt das wieder raus. Weil bei den Traktoren, die ich fahre, musst du mal eine gewisse Geschwindigkeit fahren, bevor du es dann nehmen kannst. Also hörst du dann auch, wenn jetzt... Kannst ja mal die Fahrtrichtung einlegen, also das ist ja im Endeffekt... Kupplung? Genau, du kannst die Bremse jetzt treten, Kupplung brauchst du nicht. Ja. Dann schalten wir mal auf Automatikmodus und dann gehst du nochmal gerade über den grünen Pfeil nach links zurück. Genau, dann siehst du jetzt nämlich hier quasi die Standardansicht. Automatikmodus heißt, wir können hier über das Daumenrad unten auf dem Hebel, kannst ja mal probieren, die Geschwindigkeit, die Zielgeschwindigkeit. Die vorgegebene, genau. Genau, kannst mal du die anpassen. 12,4 jetzt, genau. Genau, also 12 haben wir jetzt mal so. Siehst du gleich, ist ein bisschen hügelig hier, das kriegen wir auch nicht immer hin, aber also das ist so die Zielgeschwindigkeit. Wenn das so hügelig ist, habe ich meistens einen Angstgriff schon bei mir. Das ist so, bei mir ist alles plan und hier ist alles ein bisschen hoch und runter. Das ist bei mir ähnlich, ich komme aus dem Rheinland, da ist das ja schon Hochgebirge. Genau. So. Genau, wie gesagt, Fahrtrichtung hast du eingelegt, genau, das heißt, du kannst, kann ich geben kannst du aktivieren, genau, und jetzt kannst du mal die Bremse lösen. Und dann geht es auch schon vorwärts. Warte mal, ich werfe euch wieder mal hier rauf, damit ich die zweite Hand mal frei kriege. So, müsste funktionieren. Genau. So, jetzt kannst du die Bremse mal lösen. Du kannst ihm jetzt auch schon mal ein bisschen Gas geben, weil, wie gesagt, wir haben hier das mechanische Getriebe, kein Stufenlos, der gibt sich kein Gas selber. Und jetzt kannst du einfach runterlassen. So, und dann haben wir jetzt ja das, wir könnten jetzt einmal einen Drehzahlspeicher aktivieren. Wo hatten der den? Nicht hier? Genau, den hätte der hier. Aber eigentlich ist es einfacher, wenn du jetzt einfach das Handgas voll aufmachst, kannst du das Fußgas wegnehmen. Ob du jetzt eine Taste drückst oder halt hier einmal die Bewegung machst, er passt ja jetzt die Drehzahl an. Genau, der passt das jetzt so an, wie er meint, dass er die braucht. Ne? Also ich könnte jetzt natürlich auch auf den manuellen Modus einmal gehen. Ja, dann hast du jetzt hier mehr Vollgas gegeben. Ja. Ich habe das jetzt hier mal begrenzt auf 18,50, ja, dass der zumindest nicht bis in Nenndrehzahl fährt, sondern halt, sagen wir mal, auf den besten Punkt maximal den anfährt. Ja. Aber wir fahren jetzt mal einfach in der Automatik weiter. Genau. Und da ist es halt jetzt so. Er schaltet jetzt selber durch. Genau, der schaltet jetzt selber durch. Da muss man aber sagen, es ist halt immer noch ein mechanisches Getriebe. Ne? Der kann natürlich nicht gucken, kommt der jetzt ein Berg oder nicht. Das heißt, manchmal springt er dann auch zwischen 3, 4 in dem Fall jetzt hin und her. Ja. Und dann wirkt das etwas ruppig, aber wie gesagt, wenn ich einen Stufenlosen will, dann kann ich das ja auch machen. Ne? Genau. Warte mal, ich packe einmal wieder hier rüber. Genau, und dann kannst du einmal jetzt wieder mit Fußgas übernehmen im Endeffekt, also voll Gas am Gas bleiben und dann kannst du so gleich beim Drehen schön dosieren. Du lässt immer eine frei jetzt, ne? Ja, du kannst machen, wie du willst, du kannst jetzt auch da reinfahren. Das ist keine Rolle. Ich habe jetzt nur gerade gesehen, ich war einmal ein bisschen noch rund. Der war, wahrscheinlich bist du da ein bisschen rangekommen, da war der nicht mehr ganz unten. Genau, jetzt einmal zu dir ziehen. Wie gesagt, musst du ihn einmal richtig umgreifen, den Joystick. Ach so, das ich hatte ihn wieder nicht. Ja, das alles, alles gut. Moment, mal gucken, ob mal alles läuft. Stimmt, ich bin jetzt auf den Trichter einfach nur so anzufassen. Genau. Und dann das passt ja, jetzt kannst du rumfahren, ist jetzt unten. Also das Fahrwerk ist unten. Muss nur ein bisschen Gas geben, sonst sonst wir irgendwann weg. Ja, ne? Genau. Genau. Ja, wie gesagt. Gewöhnt man sich dran. Wie gesagt, ich eben schon im Video gesagt, man ist halt nur gewohnt, nur noch Automatik zu fahren. Genau. Ne? Ne, dann klar kann man sagen, das ist jetzt ruppig und wie auch immer, aber es ist halt am Ende des Tages ein Schaltgetriebe. Ja, und es ist günstiger. Genau, es ist günstiger und wie gesagt, die Möglichkeit hast du ja auch ein Stufenloses zu bekommen. Ne? Ja, ja. Kennt man so einen preislichen Pi mal Daumen Unterschied zwischen Stufenlos und Halbstufenlos und Schaltung? Habe ich jetzt. Nee. Ist halt sehr individuell. Ja, ne? Klar. Also deswegen. Aber passt sich gut an. Ne? Man merkt ja jetzt, gerade hat er ein bisschen mehr gebraucht, ein bisschen mehr Drehzahl, um hochzukommen. Jetzt geht er natürlich ein bisschen runter, weil jetzt ist ein bisschen hanglastig. Ja. Nee, das ist halt jetzt auch der Automatikmodus. Ne? Mhm. Also da regelt der halt selber.
und dementsprechend auch die Motordrehzahl dann, so wie er sie braucht. Und jetzt merkst du, jetzt geht es gleich wieder hoch. Ja, es wird da gleich wieder ein bisschen mehr Drehzahl geben. Du hattest ihn vorgespeichert jetzt, bis wohin er gehen darf? Genau, 18,50. Ja. Weil, wenn man das nicht macht, dann würde er halt, ja, so hoch drehen, dass er dann eigentlich schon keine Leistung mehr hat, aber trotzdem im Verhältnis zu viel Kraftstoff braucht. Also es ist einfach so ein bisschen so ein Kniff im Endeffekt, um das so ein bisschen zu optimieren. Das macht man ja, oder kann man ja auch beim Handgeschalten ja genauso machen, ne? Dass man den halt, eigentlich liegt es ja daran, wenn ich hier mit dem Handgas fahre, dass ich dann halt nicht in der Nenndrehzahl, in der Maximaldrehzahl unterwegs bin. Was ja dann Der Boden ist auch noch ein bisschen weich. Ja, wir machen das jetzt, dass sie halt alle spielen können. Genau, genau. Es hat viel geregnet die letzten Tage hier. Das sieht man auch, wenn man in eine Fahrgasse guckt, da ist halt Wasser lang geflossen. So, jetzt übernehme ich mal wieder selber. Ja, ne? Genau. Ja, super. Ja, es hat wie gesagt viel geregnet. Das ist sowieso grenzwertig, jetzt ein bisschen spielen, auch mit dem Mähdrescher und so. Da sind wir froh, dass wir überhaupt heute irgendwie aufs Feld kommen. So, einmal rum, dann parke ich ihn euch gleich in Position für den nächsten. Nochmal fliegen wechseln. Da vorne ist nämlich schon der Michel, ob der mitfahren möchte. Ich bedanke mich. Ja, nichts zu danken, gerne. Und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, heute ist Spielspaß und Spannung. Den Sitz nach hinten kann man hier noch verstellen. Ja, genau, einmal Hebel zur Seite drücken. Ah, geil. Michel ist ein bisschen kleiner. Michel saß hier gerade. Das erste Mal Gator fahren. Genau, Bremse. Wie viel PS hat der, weißt du das? 56. Ja, da geht's. So ein Ding zum Getreideprobe. Wir ziehen ja dadurch, dass es recht oft regnet, mittlerweile des Öfteren mal überall Proben von den Feldern. Wäre geht ganz geil. Genau. P rückwärts N, was heißt H und L? High Low? Untersetzt und High ist für Geschwindigkeit. Also High. Irgendwie was drücken noch? Genau. Dann Bremse drücken, genau. Und dann zeigt sie vorne im Bildschirm High. Stimmt. Genau. Und dann kannst du eigentlich kannst loslegen. Ein bisschen mehr Gas. Ja, dann auch ein bisschen. Oder für die Frau. Eigentlich ist das für Nadine ganz geil. Da hinten ist Ladefläche. Die Kinder passen mit rein und wenn es Essen gibt, bringt sie die Pizza hier mit. Im Dorf würden sie sich freuen, wenn sie vorbeifährt dann. Kannst du den auf Allrad zuschalten, im Stand dann wahrscheinlich, oder? Du kannst in der Fahrt zuschalten, das geht, ja. Okay, weil er jetzt auf Heck ist, meines Erachtens, ne? Genau. Heckantrieb und genau, wenn du jetzt quasi drückst, ist er auch drin. Jetzt auf Allrad. Genau. Ja, geil. Das ist mega. Weil John Deere gerade zuguckt, ich würde so ein Ding auch ein Jahr Probe fahren, ne? So ist es nicht. Wir machen auch viele Videos dafür. Geil. Vor allem ist das immer mit Kabine. Nein, es gibt verschiedene Variationen von dem Gator. Es gibt auch offene, ohne Top. Aber die Version gibt es nur. Aber ich glaube, hat der eine Heizung? Kannst du sogar vorne Fensterscheibe öffnen? Ja, das hätte ich gesehen. Genau. Schon. Hat der Heizung optional? Heizung und sogar Klimaanlage optional. Ach, was? Ja. Das ist schon geil. Ja, zurück mal bei den Proben oder so. Ich glaube, man ist auch viel zu zaghaft. Kann schon ruhig drauf drücken, aber sieht gar nichts. Man hat doch ein bisschen Federweg, ne? Ja. Dann gucken wir uns den Mähdrescher nochmal schnell an. Hat der ein französisches Kennzeichen? Ja, der kam aus Frankreich. Ah. Ja. Da steht der zweite. Habt ihr das Ding schon mal festgefahren hier die Tage? Nee, noch nicht geschafft. Wo es gestern sehr matschig war. Hört sich natürlich sehr laut an, weil wir auf dem Motor sitzen gefühlt, ne? Weil es heißt. Ja. Soll ich denn hier hinfahren? Hier irgendwo? Kannst du gerade mal hinfahren. Hier vorne? Ja, gerade da so. Packen wir mal vorwärts ein. Stimmt, rückwärts einpacken ist eh meine Schwäche. Perfekt, nee, geil. Perfekt. Dankeschön. Kein Problem. Genau, dann einmal wieder. Genau. Perfekt. Einmal frei. Super. Ja, cool. So, Freunde, nächster Gefährt. Wir haben uns heute mal den Stefan geschnappt.
Stefan wird uns mal ein bisschen was zum 332M erzählen. Man muss aber dazu sagen gleich, nicht für den deutschen Markt, ne? Richtig. Also moin erstmal an Jens Zuschauer und auch moin an Lars Zuschauer. Hi. Und wenn Michael da auch noch hinten dran steht, dann kann man auch noch Hallo sagen. Na dann, wie gesagt, Jan, du hast es richtig gesagt. Also die 300M haben wir letztes Jahr auf der Agritechnica zum ersten Mal vorgestellt. Das war tatsächlich eine absolute Agritechnica-Neuheit. Muss jetzt aber natürlich den Einwand bringen, gar nicht für den deutschen Markt erstmal freigegeben. 300M, okay, jetzt Moment, wir haben John Deere-Spritzen ja schon im Angebot gehabt. Die gezogenen kennt jeder, die R41 haben auch viele gesehen, ist ja die Mittelkabine. Die 300M hat jetzt zum ersten Mal von John Deere eine Frontkabine und stammt nicht aus dem Werk aus Horst, aus den Niederlanden, wo die ganzen normalen Spritzen gebaut werden, sondern tatsächlich aus dem Massotti-Werk. Und Massotti haben wir vor ein paar Jahren erworben nochmal dazu. Das ist ein relativ kleiner Hersteller gewesen, der jetzt bei John Deere mitarbeitet, der auch seine eigenen Spritzen noch hat, aber entsprechend zum ersten Mal jetzt auch die 300M in John Deere-Farben. Die Kernpunkte der 300M. Ganz vorne angefangen, Kabine, Fahrerhaus von John Deere. Display, Technik, Fahrhebel, Bedienung, alles John Deere-Technik sozusagen drin. Auch der Kollege sitzt natürlich noch drin und freut sich, Erik. Dann natürlich haben wir einen John Deere-Motor da drauf gepackt. Jetzt haben wir hier die 332M, das heißt die Serie, die 3, die 32 für das Tankvolumen in Tausender, natürlich 3200 Liter. Und das weiß man auch jetzt, dass die den kleinen Motor drauf hat. Das ist der 4,5 Liter Motor von John Deere. Und dann gibt es die nochmal als 340M mit 4000 Litern und dem 6,8 Liter Motor mit mehr PS. Bei der 300M, sehr interessant, Spurweitenverstellung. Ich kann von Werk aus drei verschiedene Spurabstände vorab einstellen lassen und kann die dann flexibel verschieben. Der kleinste ist 150 bis 180 cm und man darf mich jetzt nicht gerade darauf festnageln, aber ich glaube, man kann sogar 225 Spuren und sowas darüber hinaus verschieben noch. Das ist die eine Geschichte. Und da der Tank ja auch größer wird, haben wir auch unterschiedliche Wendekreise. Die 332M kommt mit der Bereifung auf 3,8 Meter Wendekreis und die 340M auf 4,2 Meter Wendekreis. So. Ansonsten Massotti-Technik von Gestängeführung und Gestängehalterung. Das Gestänge aber an sich ist das eine R700 mit Power Spray. Das heißt auch hier die Spritztechnologie wiederum, das ist tatsächlich eine John Deere-Technologie, das Zwei-Kreiselpumpensystem. Das heißt, ich habe hier eine Befüllpumpe mit 600 Litern. Und zur Ausbringung nutze ich eine separate Pumpe mit 750 Litern. Und das ermöglicht mir sozusagen, die Pumpenkreisläufe zu trennen. Eine ist sauber, die hat immer nur sauberes Wasser, und eine ist dann mit einem Spritzmittel versehen. Und dann haben wir hier entsprechend das Gestänge, hier Edelstahlversion und zusätzlich hier noch tatsächlich die Option der Luftunterstützung. Also man sieht es natürlich grandios, das große Gebläse hinten dran und sozusagen die zusätzliche Luft, die hier hinterm Gestänge durch die Löcher hier unten ausgeblasen wird und sozusagen den Spritznebel in den Bestand reindrückt und nochmal dort verwirbelt. Mhm. Und damit habe ich natürlich noch eine etwas verbesserte Benetzung. Und eventuell kann ich nochmal, je nach Windverhältnissen, vielleicht da ein bisschen Vorteile haben. Gibt es Früchte, wo es gerne genutzt wird? Da bin ich tatsächlich nicht so ein Fachmann, dafür kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber wie gesagt, die Spritze, da wir sie nicht für Europa oder für Deutschland haben, für Europa schon, Italien, England, da kann man sie erwerben, die ist für Sonderkulturen gedacht. Auch die Tankgröße, 4000 Liter im Selbstfahrer. Ja. Die Großbetriebe werden uns sagen, ja, das da braucht er gar nicht bei uns ankommen. Da haben wir andere Lösungen dann. Da reicht in Mecklenburg für Feuerwehren. Zum Beispiel leider ja. Und dementsprechend haben wir die jetzt nicht für den deutschen Markt jetzt angesetzt. Ja. Genau, Radmotoren hat sie noch und, bin ich jetzt falsch? Ja, nee, keine Höhenverstellung. Also die hat eine feste Höhe. Hier in dem Fall. Ja. Das ist das, was ich zu der Spritze ziemlich genau weiß. Ah, Gebläse ist alles Sonderausstattung dann. Das Gebläse ist Sonderausstattung. Du kriegst normalerweise das Gestänge natürlich mit dazu. Ja. Das Gebläse ist halt nicht für jeden relevant. Nee. So Leute, das war der erste Teil bei John Deere. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn im Nachgang sogar zwei Tonspuren nicht ganz gepasst haben. Ich hoffe, ihr habt das gar nicht so mitbekommen, das tut mir leid. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen und ja, freut euch aufs zweite Video, denn da werden wir nochmal dreschen. Das war noch nicht für dieses Jahr. Ein paar Hektar haben wir noch runtergehauen. Haut rein!